geile Situation, so viele tausend Leute und ich denke mir so, wow, geil, das machen wir hier, toll. Geiles Team, was diese Sache hier mittlerweile so smooth alles handelt, an alles denkt, mitmacht, und das ist einfach nur großartig. Die Location passt, die Anordnung passt, die ganze Deko passt, das Setting passt. Ich glaube, so ein komprimiertes Wissen, so einen Espresso der Weiterbildungsszene, den gibt es in ganz Europa nicht. Ich will einfach ein bisschen was mitnehmen für mich persönlich, das Ganze positive an den Gedanken tanken. Ich bin einfach daran interessiert, mich selbst zu verwirklichen und was kann man auch alles dazu lernen, wie sind die anderen Leute, wen kann man hier alles kennenlernen. Ich habe es meiner Frau geschenkt zu Weihnachten, weil ich dachte, ins Kino gehen, das kann ja jeder, aber Gedanken tanken macht nicht jeder und deswegen sind wir eigentlich hier. Ich habe viele Gedankentanken-Videos bei YouTube gesehen, von daher lasse ich mich überraschen und hoffe, viel Spaß zu haben. Herzlich willkommen zur 5. Kölner Rednernacht. Ich hoffe, dass Sie so einen richtig leeren Kopf mitgebracht haben, denn wir wollen Sie mit guten Gedanken betanken. Wer von euch hat schon mal einen Namen vergessen? Klares Handzeichen. Was ich heute mit eurem Kopf machen werde, ich werde so eine Art Briefkasten hier oben einrichten, dass, wenn ihr eine Information sucht, der im Briefkasten aufgeht, ihr die Information rausgeben könnt und ganz konkret wiedergeben können. Ich kann mir unheimlich schlecht Namen merken. Ich werde das auf jeden Fall mal in der Praxis üben, ob das mit diesen Bildern jetzt viel, viel leichter geht. Richtig schön, wenn so viele an einem Tag eine Botschaft aufnehmen wollen, die sie weiterbringt. Und Gedanken tanken, gerade in dem Thema Selbstbewusstsein. Wer da die richtigen Gedanken hat, für den hat der Abend sich, glaube ich, richtig gelohnt. Und ich habe auf einmal gemerkt, abgefahren, Mut ist echt ein Muskel. Wenn wir bereit sind, den jeden Tag zu trainieren, dann werden wir stärker. Die Leute sind sehr zugewandt und die sind wirklich hier, weil sie Bock haben. Und das merkt man dem Publikum an. Ich habe knackig 5 Mutimpulse gegeben und ein paar haben sogar mitgeschrieben. Mit meinem Mann haben wir uns selbstständig gemacht und wir erwarten uns dadurch noch ein bisschen was an Input für unsere Produkte und Lösungen. Ich finde es sehr cool, dass man viele Tipps bekommt, viele coole Gedankenanstöße, die einen weiterbringen und die mir Spaß machen, ja. Also ich habe eine ganze Menge mitgenommen, eine ganze Menge Denkanstöße für die Zukunft. Man schaltet so auf Null, man streicht den Kopf in Weiß und pumpt rein, was geht, und geht hier mit neuen Impressionen raus, das ist gut. Bitte gehen Sie niemals hungrig einkaufen. Hungrig einkaufen, das ist wie besoffen flirten. Da nehmen Sie Sachen mit nach Hause, wo Sie am nächsten Tag denken. Oh. Mein Anspruch ist immer, diese paar Minuten, die man auf der Bühne hat, dass man vielleicht eine, vielleicht auch Streber dürfen gern 2 Ideen mitnehmen, die sie vielleicht umsetzen. Und diesen Impuls zu geben, ich glaube, da ist Gedankentanken genau der richtige Fleck. Ja, es ist nicht schön, aber ich weiß jetzt, warum das Schlaganfall heißt. Das heißt, man kriegt erst den Schlag und hinterher, wenn man kapiert hat, worum es geht, den Anfall. Ja, so ist das. Ja, ich finde halt grundsätzlich gut, positive Dinge in anderen Menschen's Leben zu bringen. Deshalb liebe ich meinen Job auch sehr. Und das ist heute Abend wieder passiert und das ist eine große Freude.
Im Grunde wird jedes Thema abgedeckt, ob es Gesundheit ist, Interaktion, Motivation, Rhetorik, das ist alles dabei. Also man nimmt unheimlich viel mit für sich selber, für den Job, vielleicht auch für die Partnerschaft. Da kann ja eigentlich nur was hängen bleiben und dann kann man es auch umsetzen. Also das gehört zum Leben dazu, wer noch nicht auf einer Rednernacht war, der verpasst ganz viel.